Hallo meine Lieben, hier ist die Toni mit einer kurz- und knackig Legung für euch. Wir legen hier heute mit dem Santa Muerte Tarot, Book of the Death, mit der freundlichen Genehmigung von Lo Scarabeo. So meine Lieben, wie immer zu Beginn bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei euch für eure lieben Kommentare, eure Likes. Ich sage herzlich willkommen allen neuen Abonnenten. Vielen, vielen Dank, dass ihr mir ein Abo geschenkt habt. Ich freue mich da sehr drüber. Und jetzt schauen wir hier mal rein, quasi für die Mittagspause in ein kurz und knackig für euch. Heute Abend gibt es noch ein längeres Video. Ja, lasst uns mal gucken, ihr Lieben. Für all diejenigen, die mir eine E-Mail geschrieben habt, ich bin dabei, alle abzuarbeiten. Ihr werdet jetzt demnächst alle eine Antwort erhalten. So, dann schauen wir mal rein. Wir haben schöne Blümchen am Start, die sind aus meinem Garten. Meine Ausbeute aus meinem Garten. Da sind noch ganz viele andere da für die Bienchen. Und die sind hier für euch. Also wir schauen mal, was ist denn deine Karte, deine Energie in dieser Verbindung zu deinem Gegenüber momentan? Was ist deine Energie, deine Gefühle, deine Gedanken in Bezug auf dein Gegenüber? Nichts. Sie haben nichts zu sagen, lieber Zuschauer. Was ist deine Energie? Du zeigst mir zwei. Der Narr und die Zehn der Kelche. Schätzelein, du bist hier voll auf Neuanfang, voll auf Neubeginn. Der Narr, das Kind. Also du willst hier wirklich diesen Neubeginn machen. Ne? Du suchst hier nach etwas. Du bist hier dabei, ja, zu überlegen, hier etwas Neues aufzubauen. Ne? Du hast hier wirklich Lust, das ist so eine Abenteuerlust, ja. Man geht hier so völlig unbedarft in etwas Neues rein, unbeschwert. Hier steht ein neues Abenteuer vor deiner Tür. Und mit den Zehn der Kelchen, ja, das ist das, was du dir wünschst, das, was du hier vorhast. Du wünschst dir ein Happy End. Du willst hier in deiner Beziehung, ja, willst du tiefer gehen, du willst dir etwas aufbauen. Dein Wunsch ist hier ganz klar, in die Liebe zu gehen. Ein Neubeginn in der Liebe. Ja, und zwar abenteuerlich, leicht. Du willst etwas leicht und neu beginnen, ohne Drama, ne? Also ganz schöne Energie. Wir schauen mal, was ist denn bei deinem Gegenüber momentan hier los? Oh, die kamen aber auch zwei. Die Königin der Münzen und der Page der Schwerter. Halleluja, sah ich da nur. Ne? Hier beobachtet dich jemand, ja. Der Page der Schwerter ist so eine Energie eines Beobachtens. Hier liegt auch was in der Luft. Hier denkt jemand viel an dich. Jemand überlegt hier vielleicht auch, dir zu schreiben, mit dir in Kommunikation zu gehen. Man sieht dich hier auf jeden Fall als die Königin der Münzen. Das ist ja also die Königin der Münzen, ja. Also eine sehr, sehr wunderschöne, gutmütige, gebende Frau in ihrer Fülle. Ne? Guck mal hier, du erntest hier gerade. Wunderschöne Energie. Und jetzt schau mal, er sitzt hier schon und ist dabei, etwas aufzusetzen, etwas zu schreiben. Also er ist in einer Energie, er würde hier gerne auf dich zukommen. Das sind ja wunderschöne Energien. Wir schauen mal, welche Energie liegt denn hier zwischen euch? Was liegt hier zwischen euch? Oh, die Vier der Kelche, ja. The Four of Cups. Ja, die Vier der Kelche. Also man ist hier so ein bisschen im Rückzug, ja, man schmollt hier. Ihr schmollt hier vielleicht beide. Die Vier der Kelche spricht auch davon, es wird ein Kelch gereicht, den man vielleicht momentan nicht nimmt. Aber der Kelch ist da, das Ass der Kelche liegt hier da. Man muss sich nur dazu bewegen, jetzt mal zuzugreifen. Du bist bereit und hier hat jemand tiefe Gefühle. Ne? Jemand schätzt dich unheimlich, für jemanden bist du hier der Schatz. Und ja, man möchte hier gerne mit dir in Kontakt treten. Man versucht dich auch zu beobachten, falls das möglich ist. Ne? Man denkt hier sehr viel. Schauen wir mal, was müsst ihr denn hier loslassen? Welche Energie ist hier die Loslassenergie? Die Fünf der Münzen, der Mangel. Ja, aus dieser Energie sollt ihr beide herausgehen, aus einem Mangel. Ja, ihr fühlt euch hier vielleicht beide so ein bisschen ja verlassen. Ja, vielleicht seid ihr auch wirklich auf Distanz. Ne? Und hier geht es wirklich darum, das wegzulassen. Ne? Die Fünf der Münzen steht auch dafür. Wir reden ja hier davon, was sollen wir loslassen? Jemand wurde hier vielleicht geghostet oder so ein bisschen weggeschoben. Du oder dein Gegenüber oder ihr macht es beide.
Ich habe das Gefühl, ihr macht es beide, weil wir hier die vier der Kelche in der Mitte liegen haben. Ne? Beide wollen hier eigentlich, aber keiner will den ersten Schritt machen. Ne? So eine Energie habe ich hier. Wo führt denn das Ganze hier hin, wenn ihr diesen Mangel aufgebt, die Distanz aufhebt, euch zeigt, dass ihr euch wertschätzt auch, ne? Wo führt uns das Ganze hin? Der König der Schwerter, also er ist am Zug, mein Schatz. Der König der Schwerter, der hat sich etwas durchdacht, der hat hier eine Strategie entwickelt. Er hat sehr kontrollierte Emotionen, sage ich mal, ne? Aber der ist durchaus in der Lage, hier die Wahrheit auszusprechen. Hier geht es um Gespräch. Der hat was zu sagen, der will etwas aufklären und wir haben es ja hier schon, ne? Also dein Gegenüber befindet sich hier in einer Schwertkönig-Energie, die dafür spricht, dass er spricht, mein Schatz. Ja? Hier kommt was von deinem Gegenüber, er ist am Zug und unterm Deck haben wir den Ritter der Münzen. Wieder Nachrichtenwahrscheinlichkeit sehr hoch hier, ne? Knaller. Das ist hier, hier ist was sehr stabil. Hier kommt eine stabile Kommunikation, eine wahrhaftige, auch vor allem er spricht hier wahrhaftig aus, was er denkt und fühlt, ne? Sehr schön. Ganz, ganz schöne Energien haben wir hier für euch. Freue ich mich doch. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst. Ja, vielleicht ein liebes Kommentar, wenn ihr Lust habt oder wenn ihr Lust habt, diesen kleinen Kanal hier zu unterstützen und zu abonnieren. Meine Lieben, ich schneide später wieder rein. Bis dahin, schöne Mittagspause. Bis später. Liebste Grüße, eure Toni.